Hallo und Servus, ich bin's wieder, euer Flexi. Heute möchte ich mit euch eine weitere Lego Ninjago Zeitschrift anschauen, und zwar trägt das Magazin die Nummer 80 und kostet in Deutschland 4,50 Euro. Wir haben in dieser Ausgabe einmal eine limitierte Karte mit einem Lloyd. Dann haben wir ein weiteres Extra, ist der Taucher Cole, und wir haben ein Booster Pack. Und da würde ich vorschlagen, wir beginnen gleich mit den Extras. Als allererstes schauen wir uns mal den Cole an. Und zwar wird der Cole hier mit Taucherflossen geliefert, und die nehme ich mal ab, damit ich es euch vernünftig zeigen kann. Und hier hätten wir auch schon unseren Cole. Er hat eine Harpune in der Hand, hat seine ganz normale Taucherausrüstung, ist vorne sehr detailreich bedruckt, die Beine sind mit bedruckt worden, beziehungsweise die Arme sind orange, der Körper ist schwarz. Dann hat er hinten noch seine Sauerstoffflasche und ein Katana. Und ich nehme mal die Ausrüstung ab. So sieht der Cole ohne seine Ausrüstung aus. Und hier können wir uns nochmal seine wirklich schön detailreiche Frontbedruckung anschauen. Und so sieht der Gute von hinten aus. Und wir sehen auch schon, er hat ein Wendegesicht. Wer aus der neuen Staffel noch kein Set hat, im Endeffekt, so sieht die Taucherbrille aus. Und das wäre jetzt einmal die Sauerstoffflasche, beziehungsweise hinten ist noch ein Katana. Hier werden die Füße reingesteckt, und das kommt zwischen, ich sage jetzt mal, Torso und Kopf. Und dann ist das Teil komplett. Also für diejenigen, die sich es nicht vorstellen können, also sprich, das hier, das wird hier einfach so drauf gesteckt. Dann kommt der Torso. Und das Teil kommt dann hier drauf. Und dann im Anschluss natürlich der Kopf. Und dann hätten wir unseren Cole. Sehr cool. Dann geht es weiter mit dem Booster Pack. Und zwar haben wir hier einmal Felsenbrecher. Dann haben wir hier ein Hüteramulett. Erwacher Steingolem 3. Betrügerischer Ronin. Und dann haben wir hier Level Up Schock Lloyd. Eine Karte mit Schimmereffekten. Schaut auf jeden Fall super aus. Und dann haben wir natürlich unsere limitierte Karte, die im Heft auch noch mit dabei ist. So, dann würde ich vorschlagen, werfen wir mal einen Blick ins Magazin. Und da haben wir schon unser Inhaltsverzeichnis. Auf der Seite Nummer 4 haben wir neue Ninja-Abenteuer. Auf der Seite Nummer 6 Meister der Erde. Auf der Seite Nummer 8 Unterwasserfehler. Auf der Seite 10 beginnt unser Comic Teil 1. Auf der Seite Nummer 16 Jays Testfahrt. Auf der Seite 22 haben wir Comic Teil 2. Auf der Seite 28 Wie Feuer und Wasser. Auf der Seite 30 Neue Heldenfahrzeuge. Auf der Seite 32 Bau den Ninja neu. Auf der Seite 33 haben wir eine kleine Umfrage. Da will der Herausgeber deine Meinung wissen. Und auf der Seite Nummer 34 haben wir Vorschau und Lösung, was uns im nächsten Heft erwartet. Und hier sehen wir auch nochmal, dass dieses Magazin zwei coole Poster beinhaltet. Die schauen wir uns später an. So, hier geht's auch schon los. Tauch ab ins Abenteuer. Hier ist ein neues Set. Das ist übrigens sehr cool. Hier ist Vujira. Hier haben wir unseren Prinz Kalmar. Auf jeden Fall sehr cool. Und dann geht's hier weiter mit die Geschichte. Cole. Ja, hier wird auch nochmal kurz erklärt, wie man die Minifigur zusammenbauen soll, welche Features er noch hat und dass er zwei Gesichter hat. Und das haben wir uns da vorher schon angeschaut. Dann geht es hier weiter mit lange Leitung. Dann geht es hier weiter mit Tauchbugbild. Hier haben wir einmal das Original und hier haben wir einmal die Fälschung. Dann geht es hier weiter zum Wassersegler. Und da auf der Seite 10 beginnt unser Comic. Auf der Seite Nummer 16 haben wir Jays Testfahrt, und hier haben wir unsere Poster. Und das erste können wir uns dann gleich mal anschauen. Das ist ein sehr schönes Poster von der aktuellen Staffel, wo Denia so ein bisschen im Fokus steht als Wasser-Ninja.
Und hier haben wir einmal Prinz Kalmar. Auf jeden Fall ein sehr cooles Poster. Jetzt schauen wir uns mal das zweite an. Hier hätten wir auch schon das zweite Poster, basierend auch auf der neuen Staffel. Hier haben wir den Ninja Unterwassersegler und Tauch ab in die Action unter Wasser. Hier haben wir ein bisschen Werbung für Lego Ninjago Legacy. Ein Magazin habe ich ja bereits schon vorgestellt. Das verlinke ich euch mal hier oben. Derjenige, der mag, der kann da gerne einmal kurz reinschauen. Und auf der Seite 22 geht unser Comic weiter. Auf der Seite 28 und 29 geht es weiter mit Die Meister von Feuer und Wasser. Damit ist natürlich Kai und Nia gemeint. Und das wären die beiden hier. Und hier haben wir auch noch mal ein paar weitere Figuren. Und das ist eine Story. Dann geht es hier weiter mit Stark und Schnell gegen Schurken. Das ist hier übrigens der Hydromech vom Lloyd. Das Review und Aufbauvideo habe ich auch bereits schon verfilmt. Das kann ich euch auch gerne mal hier oben verlinken. Könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Ihr dürft mir oder könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Set auch sehen wollt. Das ist der Ninja Speeder. Je nachdem, wie viele Leute dafür abstimmen, das kann ich dann natürlich auch einmal vorstellen. Dann geht es hier weiter mit Flick gesteckt, großer Effekt. Und dann geht es hier wiederum weiter. Hier möchte der Herausgeber der Zeitschrift, das ist die Blue Ocean Entertainment AG, nämlich eure Meinung wissen. Und mit ganz viel Glück könnt ihr dieses geile Set hier gewinnen. Gibt es dreimal insgesamt zu gewinnen, da muss man im Endeffekt mitmachen. Und dann mit ganz, ganz viel Glück bekommt man so einen Teil. Und hier haben wir auch schon unsere letzte Seite, wo uns das neue Lego Ninjago Heft vorgestellt wird, die Nummer 81, die am 5. Oktober erscheint. Das heißt, liken, abonnieren nicht vergessen, damit ihr kein weiteres Video mehr von mir verpasst. Und hier in dieser Ausgabe bekommen wir einmal den Taucher Jay. Hier sind nochmal ein paar Lösungen und hier geht es dann weiter mit ein bisschen Werbung für die Karten. Und ganz zum Schluss haben wir hier auch nochmal die komplett neuen Sets, die in der letzten Welle mit erschienen sind. Und das wären jetzt einmal die hier. Tempel des unendlichen Ozeans habe ich bereits schon vorgestellt. Hydromech habe ich bereits schon vorgestellt. Und den Wasserdrachen, der ist hier nicht mit drauf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über einen Like, Kommentar oder ein Abonnement würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Flexi.